Falki. Kyle Walker und die Bayern, daraus wird jetzt nichts. Viel mehr noch, er soll die Bayern sogar benutzt haben. Das ist true. Ja, Kyle Walker hat den Bayern-Bossen abgesagt. Und das hat einen faden Beigeschmack, denn man hat ein wenig das Gefühl, er hat die Bayern im Poker auch ein bisschen benutzt. Denn bei City, da gab es die Regel, keine Verträge, die langfristig sind für Spieler über 30. Deshalb ist ja auch Ilkay Gündogan zu Barcelona gegangen. Und auch dem bot man nur ein Jahr. Bei Walker, da ist man jetzt über seinen Schatten gesprungen. Auch dank des Angebots vom FC Bayern. Und dann war ja auch noch das Essen Pep Guardiola und Walker. Also der hat es wirklich schön benutzt und hat sich jetzt ein gutes Angebot bei City gesichert. Für Bayern finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Über 33. Und man hat ja immer noch Masraoui, man hat Stanisic als Talent und Pavard, der ist ja auch noch nicht verkauft. Also ich glaube, für Tuchel bitter, er wollte ihn unbedingt, aber für Bayern vielleicht auch gar nicht so schlecht, sich dieses Geld gespart zu haben.